So, Xio hier zurück mit Kingdom Hearts 2. Im letzten Part haben wir gegen Demix gekämpft. Das hat eine Weile gedauert, aber wir haben ihn besiegt. Und wir dachten ja, Goofy hätte es erwischt, aber Gott sei Dank hat er nicht nur wahrscheinlich Nerven aus Stahl, sondern auch eine Stirn aus Stahl. Und jetzt wollen wir uns den Finale dieser großen Schlacht hier stellen. Das wird jetzt noch ziemlich geil, das kann ich schon mal sagen. Also, genießt einfach, was jetzt kommt. It's the guy who's got on some. You mean it's his nobody? The leader of Organization 13. Wait a minute. Now I know. Wise Ansem, I'm here to seek your advice. I'm glad we have the opportunity to speak like this, my friend. I'm intrigued by your hypothesis, and I'm finding it difficult to stave off the urge to test it. Still, I'm concerned about the stability of the worlds. Yep, that's what worries me too. The doors that appeared, the place the heartless seek. I fear my research may have brought this upon us. Master Ansem, regarding the experiment I presented the other day, with your permission, I'd like to proceed. I forbid it! Forget this talk of doors and the heart of all worlds. That place must not be defiled. But Master Ansem, I've been thinking. They are not. Those thoughts are best forgotten. Now I remember. Xehanort, Ansem's apprentice. The leader of Organization 13 is Xehanort's nobody. Let's go! Move it! You got your Xehanort to the way! Right! Ja, und da wären wir. Allein gegen alle. Und ja, was da oben steht, ist richtig. Wir müssen alle besiegen. Alle 1000 Herzlosen. Das wird jetzt lustig. Aber es sind im Moment nicht wirklich Tausender. Das muss man ein bisschen unterscheiden. Es spawnen nur immer so ein paar Herzlose nacheinander. Locken wir das mal ab und weiter im Reaction Command. Das Schöne an den Gegnern ist, es ist nicht sonderlich schwierig, das Ganze. Weil man zwei sehr angenehme Situationskommandos bei der ganzen Sache hat. Nämlich hier das Warten auf Eden, das ist das Situationskommando von den Soldaten hier. Und dann noch das Schnappen, das sind die schwebenden Herzlosen. Trotzdem sollte man ein bisschen aufpassen. Ja, und dann können wir den Richtstrahl hier hinterher schicken und so ziemlich alles erledigen, was so ein bisschen um uns herum steht. Eine Sache, die mich allerdings schon immer bei der vergangenen Cutscene gewundert hat, was sie da genau jetzt an der HD-Version ein bisschen verkackt haben, weil gerade, also das Musikstück, das wir gerade noch gehört haben hier, Showdown at Hollow Bastion, also das ist diese Cutscene, ich finde das richtig geil, aber warum haben sie diese Szene
die ist immer noch so ein bisschen, ja, pixelig. Die ist ein bisschen körnig, ne? Also, wenn es euch nicht aufgefallen ist, geht nochmal zurück und schaut es euch an. Also, im Vergleich zu allen davor, es ist einfach irgendwie, da ist die Grafik nicht so gut. Also, irgendwie ist irgendwie anders. Das finde ich, ehrlich gesagt, etwas seltsam. Na gut. Und jetzt mache ich mal was ich in diesem Kampf immer gerne mache. Richtig schön die Limitform ausnutzen. Weil man... Ihr müsst mal aufpassen, was passiert, wenn ich einmal diesen Kreisschlag mache. Moment, muss ich erstmal wieder ein paar Gegner hier zerlegen, bevor wir weitermachen können. So. Da geht immer die Drive-Leiste richtig schön nach oben. Und da... An diesem Kampf hier level ich meine Limitform immer gerne ein bisschen hoch. Weil man sehr schnell wieder den Drive auffüllen kann. Dann wieder die Limit-Klatsche ein bisschen reinballern. So, das immer mal wieder so ein bisschen einstreuen. Und so kriegt man richtig schön diese Form nach oben. Dauert natürlich ein bisschen länger. Aber so kann man so in einem einfachen Spielverlauf so richtig schön effizient die Form hochleveln. Aber die Tatsache, dass ich aktuell die Limit-Form so, oder die Drive-Form insgesamt gerne einsetze, ich glaube, wir werden sehr bald die Anti-Form mal sehen, die ich schon mal ein paar Mal angesprochen habe. So, das Ganze nochmal. Und ich habe euch ja schon erklärt, jedes Mal, wenn wir so einen Limit-Move abschließen, das ist immer ein Erfahrungspunkt für die Limit-Form. Ja, der Kampf gegen die 1000 Herzlosen. Was ich übrigens noch gemeint hatte mit denen, es sind nicht wirklich alle Herzlosen da, die wir hier sehen. Es sind immer nur so ein paar von denen, die jetzt da vor uns stehen. Und da hinten, also die sich nicht groß weiter auf uns zu bewegen, das sind die Gegner, die nicht gespawnt sind. Also das sind, glaube ich, immer nur 2D-Modelle, die gar nicht so richtig da sind. Sie wäre auch, glaube ich, es hätte damals die PS2 doch schon ein bisschen arg überfordert, hätte man wirklich da jetzt da 1000 Herzlose reingepackt. Das wäre wahrscheinlich für das arme Teil ein bisschen zu viel gewesen. So, mal bitte ein bisschen weiter aufladen. So, und Limit-Klatsche wieder drauf. Und nochmal. Boah, da haben wir aber auch schön Flächenschaden. Mal den Lichtstrahl wieder hinterher. Noch ein bisschen mehr Gegner erledigen. Ah, den hätte ich vielleicht doch schnappen sollen. Aber ja, das hinterher. Ja, jetzt sind wir schon bei bald 700. Kommen doch ganz gut durch bei der ganzen Sache hier. Ja, okay, das sind leider die MP schon wieder voll, aber ist eigentlich egal, weil wir treffen so viele Gegner, da geht einfach die Drive-Leiste so wahnsinnig schnell hoch. Ach, das ist einfach geil. Ich will das in allen Kämpfen nur so wäre. Aber dann werden die Limit-Form. Ach, ich sage immer Limit-Form. Woher kommt das nur? Wahrscheinlich einfach, weil ich gerade die Limitform aktiv habe. Dann wären die Driveform natürlich noch viel stärker. Als sie ohnehin schon sind. Das muss man ja ganz klar so sagen. Also, die Driveform, die sind schon wirklich ziemlich stark. Aber zum Glück, da waren sich die Entwickler auch bewusst über diese Tatsache. Und haben entsprechende Vorkehrungen getroffen, dass man es nicht zu krass abusen kann. Aber da hatten wir auch gerade, ja doch, wir hatten gerade einen Level-Up bei der Limit-Form. Schöne Sache, das. So, hallo? Gibt's ja nicht. Nur weil ich noch in der Luft war, konnte ich den jetzt nicht hochheben. Oh Gott. Also komplett unterschätzen sollte man diese Situation wirklich nicht, weil vor allem diese Fliegenden haben doch schon eine Attacke, die durchaus gefährlich werden kann, wenn man mal nicht so gut aufpasst. Wir sind in diesen Kampf reingestartet mit Level 24. Darf ich das mal anmerken? Und nochmal. So, das war jetzt auch die letzte Limitform, denke ich mal.
mal hier den Reaction Command durch. Und da waren es nur noch 30. Okay, nur noch 9. Noch einmal das Reaction Command hier rein. Ach schön, jetzt haben wir nur noch einen hier stehen und der dachte ich so, ja lol, meine Kollegen, wo sind die jetzt alle hin? Ja, so schnell kann es gehen, mein Freund. Und den Deckungsbecher, ein richtig guter Bodenangriff. Und damit haben wir die Schlacht hier in Hollow Bastion geschafft. Das war der letzte Kampf. Xehanort! How long has it been since I abandoned that name? Out with it, nobody! Where's Kairi? Where's Riku? I know nothing of any Kairi. As for Riku, perhaps you should ask your king. He's gone. Show our duty. What's going on? Way to fall right into their trap. Come on, it's a setup by Organization 13. Xemnas is using you to destroy the Heartless. That's his big master plan. Xemnas? The guy you just saw. He's their leader. Got it memorized? X-E-M-N-A-S. Organization 13 wants to get rid of the Heartless? Man, you're slow. Every Heartless slain with that Keyblade releases a captive heart. That is what the organization is after. So what are those guys gonna do with your hearts? I'm not telling. Tell us! You're the one who kidnapped Kairi. Bingo. The name's Axel. Got it memorized? Where is Kairi? Please, just tell me! Look, about Kairi, I'm sorry. Axel. Uh-oh. We'll ensure he receives the maximum punishment. I don't care about any of that. Just let me into the realm of darkness, okay? If it's Kairi you're worried about, don't. We're taking very good care of her. Take me to her. Is she that important to you? Yeah, more than anything. Show me how important. Please. So, you really do care for her. In that case, the answer's no. You run! Are you angry? Do you hate me? Then take that rage and direct it at the Heartless. P-
pitiful heartless, mindlessly collecting hearts. And yet, they know not the true power of what they hold. The rage of the Keyblade releases those hearts. They gather in darkness, masterless and free, until they weave together to make Kingdom Hearts. And when that time comes, we can truly, finally exist. What in the world do you think you're prattling on about? Kingdom Hearts belongs to me. The heart of all kingdoms. The heart of all that lives. A dominion fit to be called Kingdom Hearts must be my dominion! Maleficent, no! No more Heartless! I do not take orders from you! Fool. Oh no! While I keep these creatures at bay, you devise a way to vanquish them forever. Maleficent. Do not misunderstand me. I shall have my revenge on you yet. Maleficent! Leave now. I don't take orders from you. Sure, come on! But what about... Now then, where did we leave off? On anyway. The Heartless ally with whoever's the strongest. Yes, Sora. Extract more hearts. Maybe everything we've done, maybe it was all for nothing. What am I supposed to do if I can't use the Keyblade? Imbeciles! You can't be trusted to do anything. Huh? Ja, der geheime Ansehenbericht 1, den wir auch jetzt bald lesen werden. Oh, aber es geht noch ein bisschen weiter. Sora! Donald! Goofy! Relax. Those three aren't going down that easily. The Keyblade's chosen one. He's a lucky kid. See you soon. Sora knows the truth now. The more Heartless that he defeats, the closer he is to becoming our perfect puppet. This new knowledge will make him that much harder to control. What does it matter, really? Whatever his circumstances, Sora has never been able to help himself from saving people from the Heartless. It's what his pure little heart wants. There. The dice have been cast. Things are in motion. He can't stop this. Nothing is set in stone. If the dice aren't in your favor,
He will share Demix's fate. The fun is in not knowing, isn't it? What is the point of betting on something if you already know the outcome? Are you sure that defeating him won't derail the organization's plan? If he is to die so easily, he is of no use to us. That's exactly what I wanted to hear. It's not in my nature to hold back. I guess sometimes help comes from unexpected places. Sure does. Maybe everything we've done, maybe it was all for nothing. What am I supposed to do if I can't use the Keyblade? Imbeciles! You can't be trusted to do anything. Huh? What's this place? It must be the Realm of Darkness. Kairi! Riku! What? Who's there? What is it? Are you sure you want to open that? Gorge! It's the gang from Twilight Town. There's Hainer, Pence, Olette, and, Roxas. You know him? No. The name just popped into my head. This is Roxas. Are you sure you want to eat that? Salty? No. Sweet! Not yet. I gotta look for Kairi. Ja, und da haben wir noch das Eis erhalten und ein Foto. Jetzt haben wir es aber gleich mit den ganzen Cutscenes, beziehungsweise mit den Gesprächen. Ich glaube, jetzt kommt noch eins. A photo and some ice cream. I wonder if there's some sort of clue. Riku? You think? Just this feeling I got. Yeah! Well, I was there! Hey, what if the Heartless are back again? I can't use the Keyblade. That would only help the organization. But Sora, I think you have to use it. If we don't fight them, the Heartless will keep on hurting folks. Das ist absolut richtig. Gut, das war sehr, sehr viel Input. Gott, wo fange ich an? Gut, wir wissen jetzt auf jeden Fall einen Haufen neue Namen. Zumindest, naja, zwei. Und zwar Xehanort und Xemnas. Einmal Xehanort, das ist der ursprüngliche Mensch, aus dem der dieser Herzlose geworden ist, der sich als Anthem ausgegeben hat. Und dann eben noch Xemnas, der Anführer der Organisation. Der Name Xemnas. Ich habe lange überlegt, worauf der eigentlich basiert, aber dabei ist es eigentlich offensichtlich, da ja
Xehanort den Namen von Ansem angenommen hat. Ja, dann ist er zu niemand geworden. Und dann muss man die Buchstaben von Ansem neu anordnen und noch den Buchstaben X hinzufügen und voila, man erhält Xemnas. So funktioniert das übrigens bei der ganzen Organisation. Alle Namen von Organisationsmitgliedern das sind ihre ursprünglichen Namen, die sie als Mensch hatten, nur neu angeordnet mit dem Buchstaben X drin. Genau, dann. Jetzt wissen wir auch genau den Plan der Organisation, was sie eigentlich vorhaben. Und ja, wir haben ihnen bis jetzt immer schön geholfen. Und zwar, das Schlüsselschwert setzt mit jedem Schlag oder mit jedem Herzlosen, den es besiegt, ein Herz frei, das dieser Herzlose eben in sich getragen hatte. Nur bei den Emblemherzlosen. Also Herzlose wie zum Beispiel der Schattenluch, der Schattenschalk, Neo-Schatten hieß er in Kingdom Hearts 1, dann noch der Schattenborn, das sind alles reine Herzlose. Die tragen keine Herzen in sich, nur die Emblemherzlose. Wie zum Beispiel jeder einzelne Herzlose, den wir gerade in dieser großen Schlacht zerstört haben. Die haben alle ein Herz in sich gehabt, das wir jetzt freigesetzt haben. Und das hat natürlich die Pläne von der Organisation mächtig vorangebracht. Und ja, das müsste aber im Großen und Ganzen alles gewesen sein. Bis auf noch der Hinweis, den wir gerade bekommen haben. Ein Foto und ein Eis. Naja, wer weiß, was es damit wohl auf sich hat. Jetzt haben wir hier irgendwas. Hier ist ein großes Teil aufgetaucht. Aber das ist jetzt noch nicht so relevant für uns. Wir sind jetzt eben, wir haben die Hälfte des Spiels jetzt geschafft. Das war, ich habe ja schon öfter gesagt, die Schlacht von Hollow Bastion, das markiert die Hälfte des Spiels, die Halbzeit. Und jetzt gehen wir in die zweite Runde. Und jetzt können wir in alle Welten zurückkehren, die wir schon gemacht haben. Also zumindest hier das Land der Drachen oder sagen wir es anders. Alle Welten bis auf Twilight Town, Schloss Disney und Hollow Bastion. Alle anderen Welten, ja, da geht's jetzt weiter. Die können wir jetzt ein zweites Mal besuchen und den zweiten Story-Abschnitt starten. Genau, und ich glaube auch, wir werden dann im nächsten Part anfangen mit dem Land der Drachen. Das ist eigentlich die Welt, die ich immer als erstes im zweiten Run dann gemacht habe. Und dann kann ich schon mal meine Pläne ungefähr sagen. Oder warte mal, fangen wir mit dem Land... Doch, da fangen wir an. Dann geht's weiter zurück nach Port Royal. Das Schloss des Biestes, das stellen wir erstmal hinten an, weil da muss man nicht sein. Genau, wir machen erst Land der Drachen, Port Royal und dann machen wir alles hier drüben. Und vor allem dann auch noch die letzte Welt, die hier noch gefehlt hat, die wir noch gar nicht angeschaut haben. Das wird dann als nächstes anstehen. Gut, dann würde ich jetzt an dieser Stelle aber mal sagen, nach mächtig viel Input und hier nach dieser überstandenen Schlacht, das war's mit Kingdom Hearts 2 für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Auf der Endcard könnt ihr sehen, wo ihr abonnieren könnt. Und ja, im nächsten Part starten wir dann mit dem zweiten Besuch in Land der Drachen. Also, bis dahin, ciao!